Gut. Dann sieh mal zu. Warte, du spielst als KI? Oh, das tut mir leid. Dreckspenner. Nein, ich werde die auch so spielen, wie die KI sie spielen würde. Also, Nein, ich habe nur gehofft, du merkst es nicht. wenn, dann gib dir wenigstens Mühe. Also, wenn schon, denn schon. Nee, ich finde das nicht fair, weil das sind gerade einmal deine Starteinheiten. Und die brauchst du noch für wichtigere Dinge. Ich finde, das kann man später machen, wenn du tatsächlich. Du willst dich, glaube ich, gerade nur rausreden, falls ich dich jetzt ganz vernichtend besiege, ne? Nein, ich mein's nur gut. Ja. Du bist so abhängig von deinen Starteinheiten. Ja. So, als erstes Guck mal, er ist mal so gutmütig Feuerwehr. hier, ne? Und dann kommt er hier mit so einer Scheiße an. Ja. Das kannst du deiner großen Mutter abgewinnen. Wobei, die sind echt so kacke hier, die Einheiten, also. Das wird sowieso ein Scheiß hier. Hey! Ich bin noch am Positionieren. Ja, die KI, die hat irgendwas gemacht und auf einmal ging's los. Ja, die KI. Die KI wartet so lange, wie ich will. Ah, nein, besser hier. Und natürlich noch super heftig General. Von mir aus kann's losgehen. Ja, man sieht auch, dass du nur ein paar mehr Einheiten hast. Ach, und diese Schummler-Phalanxen. Das sind keine Schummler-Phalanxen, das ist Taktik. Ja, meine Mittel sind begrenzt. Ja, das sind sie. Das, was du vorhast, ist so asozial, ne? Du musst da einfach nur eine Hoplitenwand hinstellen und dann mit Bogenschützen dahinter. Das findest doch selbst du irgendwie traurig, oder nicht? Es ist eine ganz sichere Methode, um zu gewinnen. Ich habe leider zu spät gesehen, dass meine Bogenschützen etwas in Gefahr sind dort, wo sie gerade sind. Weil du unfähig bist. Nee, weil die Schiffe nicht wirklich reagiert haben. Ja, die Schiffe. Ja. So, dann gucken wir uns das mal an. Die müssen ja gleich hier aufgedeckt werden. Was zeigt euch? Na, wo seid ihr denn? Da haben wir euch ja. Angreifen! Was machen die da? Was? Nicht so wichtig. Das Beste, was ich daraus jetzt gerade tun konnte. Nein, ging nicht um dich, ging um meine eigenen Reiter. So, jetzt versuchen wir mal Trick 17. Ja, wie ihr befehlt. Es wird ein paar Verluste geben, aber das ist ja weniger wild, als man sich das wirklich denkt. Kavallerie, vorrücken! Anscheinend eine Fackelfeind jetzt vorhin vergessen. Das soll vorkommen. So, jetzt gucken wir uns mal an, was er da so dicht gemacht hat alles. Da hat er bestimmt einiges mal wieder gemacht. Ja, Kommandant! Schnell vorrücken! Ah, jetzt stellen wir die Kinder hier so auf. Und
Hast du fein gemacht. Ganz fein. Ich glaub, da nach einer übrigens keine Heile. Nicht gerade fair, aber taktisch einwandfrei. Das finde ich ganz schön unfair. Sagtest du nicht, meine Starteinheiten wären so wichtig und unentbehrlich? Ja. Das heißt, ich muss doch letztendlich eigentlich alles unternehmen, um sie zu behalten. Ja. Dann ist meine Methode absolut gerechtfertigt. Nee, trotzdem nicht. Doch, doch. General ist. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ja, das glaube ich dir. Ach, da. Bogenschützen! Feuert auf den Feind! Dennis Fadans kann ja nicht überall hinrennen. Die Sache ist eh gleich gelaufen. Ja, ist sie auch. Und nimm das Hoppe des Dominos. Das sieht gelaufen aus. Aber im Gegensatz zu denen werde ich das jetzt nicht noch unnötig in die Länge ziehen, sondern ich beende das jetzt mal. Ach ja, wir trotzdem, haben du hattest Verluste. Ja, 40 Mann. Das ist weniger als du verloren hast. Ja, aber ich hatte auch echte Dreckseinheiten. Und du warst unfair. Seit wann sind Hastati Dreckseinheiten? Ich hatte keine Hastati. Nein, überhaupt nicht. Keine 7 Nein. oder 8 Einheiten Hastati? Achso, ich dachte, du hast jetzt von der Billigarmee jetzt hier eben geredet. Nein. Nee, in der anderen Armee habe ich sehr viele Hastati, ja. Ja. Ach, was war das? Und das findest du unfair. Wir haben extra einen Mod drin, durch den wir die Musik aus Rom 1 hier drin haben.
der manchmal oh, ja, sehr stimmt. Humorvoll ist. So, wir setzen und meins. Von dem wollen wir dann am besten. John? Ja. Übernehmen jetzt mal das Entertainment für die nächsten anderthalb Minuten in etwa. Okay, kann ich machen. Gut. Erstmal den Kommandanten. Ach ja, durch den Radius-Mod kriegt man immer zwei Fähigkeiten pro Stufe. Dann nehme ich noch den Strategen. So. Damit hätten wir schon mal die erste Siedlung erobert. Fein, fein, fein. Und ich kann mein Schiff, glaube ich, nochmal bewegen. Ja, kann ich. Welche im Namen des Pharaos? Mal sehen, wie es dann in der Diplomatie aussieht. Ob wir da irgendjemanden finden, der uns mag oder mit uns handeln würde. Seid gegrüßt. Wir sind ein zivilisiertes Volk. Ihr könnt frei sprechen und wir geben euch eine Ehre. Ja. Ich muss annehmen, auch wenn es meiner Ehre missfällt. So, ich habe mich jetzt fertig konzentriert. Ach, konzentriert hast du dich. Ja. Ihr dient eurem Volke gut. Doch kann ich meine Meinung in dieser Sache nicht ändern. Ich muss okay, das hat sich dann erledigt. So. Ja, ich bin dann glaube ich auch für diese Runde durch. Und dann würde ich das Ganze aber auch für heute glaube ich langsam beenden. Was? Ja, so ganz langsam. Du, es ist spät genug. Also ich habe eigentlich schon... Wie lange sind wir denn schon dabei? Ich glaube, wir haben... kurz vor 9 letztendlich mit der Aufnahme angefangen. Jetzt ist es 20 nach 10. Also da sind ein paar Folgen zusammengekommen. Auf jeden Fall. Okay. Ja, ah, warte mal. Warte. Ja. Warte, also die nächste Runde für mich müssen wir noch machen, denn ich möchte noch Ariminium angreifen. Ja, aber das dauert jetzt noch so lange. Nehmen wir das Nein! Für die nächste Aufnahme. Und dann haben wir einen super geilen Einstieg. Mit einem Siegesfeeling. Außerdem haben wir dann, wie sagt man das schön, einen Cliffhanger. Einen wunderbaren Cliffhanger. Damit die Leute weiterkommen. Oh, jetzt kommt die Kraft von Ariminum. Die muss ich sehen. Unbedingt. Na gut. Sagen wir für heute langsam mal gute Nacht. Und ganz langsam. Ja, ja, ganz dezent langsam. Und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Für sämtliche Tipps und Anregungen sind wir wie immer offen. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Schönen Tag noch. Bitte, irgendjemand muss endlich mal was in die Kommentare schreiben. Ja, bitte. Auch wenn es was lächerlich ist. Ach ja. Gerne auch was lächerlich. Ja, und wenn... ja. Und wenn ihr Bock haben solltet, euch mehr hier von uns anzusehen, es hilft uns auch, uns dann zu abonnieren. Ist natürlich kein Muss. Aber dann seid ihr mal up to date, wenn mal was Neues kommen sollte. Dann müsst ihr nicht mal extra so reingucken die ganze Zeit. Ja. So, gut, dann sage ich auch jetzt mal ja. Tschüss. Tschüss. Haut rein.